So, ich würde sagen, wir starten rein. Warum ich Lesen hasse von einem Holzkopf? Wir schauen mal rein. Ich hasse auch Lesen. Deshalb hat mich der Titel schon mal direkt angesprochen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben kein einziges Buch freiwillig gelesen. Alle Bücher, die ich gelesen habe, das waren irgendwelche Schullektüren. Und selbst die habe ich nicht mal ganz gelesen. Und ich schäme mich ein bisschen dafür. Denn mir wurde eigentlich als Kind immer gesagt, ich soll mehr lesen. Meine Eltern hatten mir zum Beispiel mal Harry Potter gekauft. Und ich habe wirklich versucht, es zu lesen. Gemütlich, in meinem Zimmer. Aber ich kam nie wirklich weit. Kennt ihr das? Wenn man so Ah, kenne liest ich. und jedes Wort im Kopf laut sagt, aber man nicht wirklich liest? Das hatte ich jedes Mal. Ja, oh, früher auch in der Schule, das war so in der 6. Klasse oder so, da mussten wir diese Schullektüren immer im Unterricht lesen. Und ich weiß bis heute nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir einfach nebenbei dann irgendwelche Aufgaben dazu gemacht haben. Immer so ein Kapitel oder so lesen, so ein paar Kapitel, muss man dazu irgendwelche Aufgaben machen. Oder nur lesen. Nee, ich glaube, das war nur lesen, nur das Buch lesen. Der hat einfach gesagt, so, heute Doppelstunde Deutsch. Wir lesen heute einfach, nur jeder für sich. Da hat keiner gelesen, also ganz ehrlich. Musste also jede Seite zweimal lesen, weil ich beim ersten Ja. Lesen immer vergessen habe, richtig aufzupassen. Und Ja. deswegen habe ich es auch nie weit geschafft, überhaupt den ersten Teil durchzulesen. Aber auch in der Grundschule Ja, gab gib mir die es so viel Filme. Zeug, was uns zum Lesen motivieren sollte. Ich kann mich erinnern, wir hatten zum Beispiel so einen Vorlesewettbewerb. Und das war. Das hatten wir, glaube ich, auch. Aber das war immer freiwillig. Da konnte man sich immer freiwillig zu anmelden. Und es gab noch diese andere Story, das habe ich euch ja vor kurzem auch erst erzählt. Da sollten wir uns ein Buch aussuchen und daraus sollte man einfach nur als Klausur irgendwie 3 Minuten lang vorlesen. Und das halt möglichst flüssig. Das war die komplette Arbeit, das war die Klausur. Und am Ende kam dabei raus, ich habe 2 Minuten länger gelesen, als eigentlich vorgesehen war. Ich saß da 5 Minuten und habe das gelesen. War ein Big Thing. Unsere Aufgabe war es, unser Lieblingsbuch kurz vorzustellen und einen kurzen Abschnitt davon flüssig vor der Klasse vorzulesen. Und in der ersten Runde durfte der beste Vorleser aus Das ist unserer krass, Klasse Basti. dann weiter und gegen andere Schüler aus unserem Bezirk antreten. Und Ja, wer sowas dort hatten wir auch, aber gewinnt, das war durfte alles dann gegen die freiwillig. besten Schüler aus ganz Berlin antreten. Und wenn man dort gewonnen hat, war man der Beste in ganz Berlin. Und hat so einen Preis bekommen. Nachdem uns unser Lehrer das erzählt hat, klang das schon cool. Viele haben dann schon ihr Lieblingsbuch im Kopf gehabt, aus dem sie vorlesen werden. Aber ich hatte bis da noch nie was Richtiges gelesen. Höchstens diese. Ja, es gibt auch immer die, ja. Ey, das hatte ich. Das hatte ich auch. Genau das Buch. Oh, das seht ihr gar nicht. Warte. Das hatte ich. Conny kommt in den Kindergarten. Pixie-Bücher. Und nicht mal dieser Vogel konnte mir helfen, mehr zu lesen. Ich hatte also nichts für den Was war das für Wettbewerb. ein Vogel? Der Weil sagt mir mein irgendwas. Bruder aber die Gregs Tagebuchbücher bei sich hatte, habe ich das dann als mein Buch genommen. Ich habe mir dann ein paar Teile durchgelesen und fand es echt gut, dass einige Seiten auch so Bilder hatten. Irgendwann habe ich mich dann für einen Abschnitt zum Vorlesen entschieden und musste ihn echt oft üben. Denn es zählte nicht nur Vorlesen, ohne zu verhaspeln, sondern auch die Betonung und auch, dass man beim Vorlesen ab und zu Augenkontakt Richtung Zuhörern hat. Also Ah, da weiß ich vorlesen. gar nicht, ob wir das damals hatten. Also bestimmt. Aber habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Ohne auf die Wörter zu gucken. Irgendwann war dann die erste Runde vom Vorlesewettbewerb in unserer Klasse. Und andere Leute waren echt textsicher und haben teilweise auch schwere Bücher genommen. Ich lese euch jetzt eine halbe Bibel vor. Irgendwann war ich dann dran und hab Gregs Tagebuch vorgestellt. Meine Lehrerin war Ja, auch voll warum nicht, ne? überrascht, dass Bilder drin waren, womit ich mich auch etwas dumm gefühlt habe. Und beim Vorlesen lief es. Naja, es lief okay. Ich glaube, ich war durchgehend zu leise. Verstehst du, was er sagt? Und einmal hatte ich beim Lesen kurz hochgeschaut, wegen Blickkontakt. Und Dann wusste er nicht mehr, wo er war. als ich wieder runtergeguckt habe, wusste ich nicht mehr, wo ich gerade war. Ja, das Ganze lief nicht so gut für mich. Und kein anderer aus meiner Klasse hat es überhaupt ins Berlin-Match geschafft. Das war aber leider nicht das einzige Mal, wo ich Bücher vorstellen musste. Ein andermal mussten wir ein Plakat machen über ein Buch und Infos zum Autor. Und das war für Das mich mussten wir auch mal auch machen, in der schlimm. 5. Denn ich Klasse, hatte glaube bis ich. dahin auch kein neues Buch gelesen und nochmal Gregs Tagebuch wäre komisch. Und vor allem, weil wir da schon in. Aber wir durften uns nicht einfach irgend so ein Buch von zu Hause aussuchen, sondern wir mussten uns, glaube ich, eins aus dieser Schulbibliothek nehmen. Quasi ein Buch, was man nicht kannte. Oder konnte man auch seine eigene nehmen?
Weiß ich gar nicht mehr. In der 5. Klasse waren, wollte ich ein neues Buch lesen und vorstellen. Eins ohne Bilder. Ein richtiger Roman. Den ich auch von meinem Bruder geklaut habe. Ging auch, okay. Aber egal. Der hieß, by the way, Rico, Oscar und die Tieferschatten. Ich habe dann... da haben wir mal den Film damals geguckt. Rico, Oscar und die Tieferschatten. Rico, Oscar und das... Und der Diebstahlstein. Und ich glaube, der dritte Teil... Nee, der dritte Teil glaube ich nicht mehr. Aber die zwei ersten haben wir im Kino damals geguckt mit der Schule. Die Buchvorstellung angefangen, das Buch zu lesen. Also jeden Tag immer so ein paar Seiten. Mussten wir nehmen. Und ich kam gut voran, bis ich komplett gescammt wurde. Denn plötzlich, genau zu der Zeit, komplett ist der dritte. Okay. Hat mein Kunstlehrer sich gedacht, wir können den Unterricht ja spannender machen, indem ich euch immer mal was vorlese. Und wirklich, das Buch, das er rausgeholt hat, der Kunstunterricht? War Rico, Oscar und die Tieferschatten. Genau das Buch, was ich eigentlich im Deutschunterricht vorstellen wollte. Er hat uns dann in jeder Kunststunde ein bisschen was daraus vorgelesen. Und ich habe mir da einfach nur gedacht, das käme ja voll wack, der Klasse ein Buch vorzustellen, das wir alle schon aus dem Kunstunterricht kennen. Jeder würde sich dann denken, ich hätte das gar nicht selber gelesen, sondern stelle auf ganz faul einfach vor, was uns vorgelesen wurde. Also nachdem ich schon mehr als die Hälfte von meinem Buch gelesen habe, muss ich meinen Plan komplett wegwerfen. Es muss spontan ein neues Buch her. Ich habe also ein neues Buch gekauft und angefangen, das stattdessen zu lesen. Und was ist das denn? Die Hotdog-Fabrik? Das alte Buch, naja. Mein Kunstlehrer hatte es im Unterricht nie zu Ende vorgelesen. Und ich habe es nachher auch nicht weitergelesen, also wusste ich wegen ihm auch nie, wie es endet. Das neue hatte ich aber zum Glück rechtzeitig für meine Buchvorstellung fertig gelesen und konnte es vorstellen. Damit war das auch mein erster Roman ohne Bilder. Wobei das auch erstmal mein einziger bleibt. Denn als ich dann in der weiterführenden Schule wieder eine Buchvorstellung machen musste, habe ich diesmal genau das gleiche Buch nochmal vorgestellt. Weil, wenn es eine ganz andere Klasse... Um was geht's? Was machen wir? Wir gucken uns an, warum Holzkopf das Lesen hasst. Ich hasse auch Lesen. Deshalb hat mich das Video direkt angesprochen. Ist, bemerkt es eh keiner. Also muss ich nichts Neues lesen und keine neuen Infos sammeln. Was, glaube ich, gar nicht gut für mein Leseverständnis war und den immer komplizierteren Büchern im Unterricht. Aber apropos Infos sammeln, manche Unternehmen sammeln täglich Daten über uns und verkaufen sie an andere weiter. Sogenannte Datenbroker. Und das ist ein Big Business, ohne dass man es selbst checkt. Manche Leute kaufen NordVPN. Eure Infos, um euch mit Werbung zuzuspammen. Aber genauso können auch Scammer eure Daten von denen kaufen, um euch, ja, zu scammen. Wogegen der heutige Sponsor aushelfen kann. Irgendwie ist zum Beispiel meine Handynummer in irgendeine Datenbank reingerutscht und jetzt kriege ich manchmal so nervige WhatsApp-Nachrichten von wegen, hallo Mama, das ist meine neue Nummer, klick hier und ich hab kein Kind. Seither habe ich damit aufgehört. Oder also auch Mails wie, hallo Herr Holzi, Sie haben ein iPhone. Wollte gerade sagen, Dates, machen wir uns doch nichts vor. Im schlimmsten Fall kann mit den Daten auf Pfeiltasten kannst du einzelne Pixel schicken. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Aufnehmen können. Aber zum Glück müssen Datenbroker auf Aufforderung eure Daten löschen. Und das geht easy mit Incogni. Sie handeln das ganze rechtliche Hin und Her mit zahlreichen Datenbrokern und fordern... Ich überspringe übrigens keine Werbung. Es gehört ja trotzdem zum Video dazu, deshalb warum soll ich sie überspringen? Klar, es ist zwar nervig immer auf Dauer, in jedem Video irgendeine Werbung zu sehen, aber... So ist es halt nun, ne? Was will man machen? Für euch die Entfernung eurer Daten. Und das sogar regelmäßig. Plus, ihr könnt dann sehen, welche Anträge in Bearbeitung oder schon fertig sind. Geht auf incogni.com/holzi oder nutzt den Code holzi und bekommt 60% Rabatt auf dem Einjahresplan. Außerdem gibt es eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Und danke an Incogni fürs Sponsoren des Videos. Ab der Mittelstufe war auch die Zeit, wo wir langsam immer anspruchsvollere Bücher im Unterricht hatten. Bro, ich lese kaum was und dann plötzlich bam, Faust. Ganz viele dieser Terror. Bücher. Goethe, Dürrenmatt oder Lessing. Solche Bücher... Dürrenmatt hatten wir auch. Das waren die Physiker. Das Buch habe ich auch gelesen. Friedrich Dürrenmatt, die Physiker. In der 11. Klasse. Aber in der 11. Klasse, da hat eh keiner was gemacht. Aber ich habe das Buch gelesen. Ich habe sogar Sachen markiert. Da bin ich stolz drauf. Was haben wir sonst noch in der Oberstufe gelesen? Agnes. So ein Buch. Das habe ich nicht zu Ende gelesen. Corpus Delicti hatten wir in der 13. Habe ich auch nicht zu Ende gelesen. Ah, wir hatten auch noch in Englisch ein Buch gelesen. In der 12. war das, glaube ich, Curly, der Bahnmann oder sowas. Da ging es um so zwei Brüder, die auf einer Farm waren. Und dann wurde am Ende der eine Bruder erschossen. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß. Ist auch egal. Die zwar recht kurz sind, aber in einem so alten Skaff Deutsch geschrieben sind, dass man nach jedem Satz erstmal eine Pause braucht, um das zu verarbeiten. Ja, ich habe ehrlich versucht, für den Deutschunterricht so man hat dann nichts mehr kapiert. Ganz ehrlich, bei Faust, ich habe mir da einen Vers durchgelesen. Ich dachte, hä, was geschieht da?
Dann kommt die Lehrerin, ja, inwiefern kann denn Mephisto jetzt damit den Faustus vor Gott bewahren? Ich dachte mir, hä? Wir haben einen Vers gelesen, woher hatten die jetzt die Information? Da stand irgendwas von wegen, der Wagner war da. Du kapierst ja nichts. Ein Buch zu lesen, auch weil es irgendwo ja Kultur ist, aber ich hab nichts gecheckt. Wie alles sich zum Ganzen ja, genau lebt, so. Eins in dem anderen wirkt und lebt. Oder generell die ganzen Gedichte. Was soll das heißen? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Ja, ich hab mir sowas von Online-Zusammenfassungen reingezogen. Oh ja. Ja, Kultur, dies, das. Aber es bringt mir nichts, wenn ich kein Wort verstehe. Ja, die Lehrerin hat sich die Sachen einfach herbeigezaubert, genau. Die Playmobil-Zusammenfassung habe ich auch geguckt. Bei die Physiker war das immer. Schicke ich dir nachher in dem Lieber Video Typen, auf. Lieber Typen, der alle deutschen Discord. Klassiker mit Playmobil-Figuren zusammenfasst. Der Wojciech sieht das und die Stimmen in seinem Kopf werden immer lauter. Das hat meine Schullaufbahn gerettet. Wir hatten mal einen Überraschungstest zum Goethe-Buch Iphigenies auf Tauris, weil die Lehrerin checken wollte, ob wir es wirklich gelesen haben. Und auch wenn ich nur Zusammenfassungen gelesen und geguckt habe, hatte ich da eine 1-. Sogar besser als manche, die es richtig gelesen haben. Bei diesem Englischbuch, von dem ich euch erzählt habe, haben wir direkt am ersten Tag einen Test drüber geschrieben. Also das war einfach so Ankreuzaufgaben waren das. Ob man irgendwie schon angefangen hat, das Buch zu lesen. Ich nicht. ja, ich hatte eine 5 im Test. Ich war auch, glaube ich, der Einzige. Es hieß, da gab es einen Film zu, den haben sich wohl viele angeguckt, aber ich eben nicht. Danke, Bro. Ich glaube, heutzutage ist es auch normal geworden, dass immer weniger Leute lesen. Und auch ich finde Filme und Videos geiler. Ich liebe schöne Bilder und ja. Man kann es auch nebenbei schauen. Das ist einfach viel spannender, finde ich. Aber ich kann und will es nicht dabei stehen lassen. Wobei, Bücher können auch spannend sein. Plus, ein volleres Bücherregal käme schon sehr fresh. Ja, das ist mein Grund. Deswegen habe ich dieses Video als Anlass genommen, um nach all den Jahren zum ersten Mal vollkommen freiwillig ein Buch zu lesen. Mein Selbstexperiment. Nicht für die Schule oder meine Eltern, sondern nur für mich. Ich bin also tatsächlich in einen Buchshop gegangen und es gibt viel zu viel Auswahl an Büchern. Und irgendwie ist alles ein Spiegel-Bestseller. Für meinen Plan habe ich mir dann das Buch Per Anhalter durch die Galaxis geholt, weil ich davon mal gehört habe. Ich habe mir dann für ein paar Tage alles andere beiseite gelegt und angefangen zu lesen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig für mich, ins Lesen reinzukommen. Ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nur guckt. Aber nach einer Zeit mit nichts anderem als Ablenkung war ich langsam im Flow. Und ich habe die Zeit um mich herum vergessen. Und ich war schneller fertig als gedacht. Mein erstes freiwillig gelesenes Buch. Und ich bin irgendwie stolz drauf. Auch wenn sich dadurch eigentlich nicht viel ändert. Weil wurde ich dadurch zum Bücherfan? Auf gar keinen Fall. Aber zumindest finde ich jetzt Lesen ein bisschen weniger schlimm. Honestly habe ich davor Bücherlesen immer verbunden mit einer mühsamen Aufgabe von Eltern oder Schule. Deswegen war es mal eine gute Abwechslung, etwas zu lesen, was ich auch selbst actually lesen wollte. Aber wie man so schön meint, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und in diesem Video sind ganz schön viele Bilder. Schaut es euch gerne an, es ist ein Banger. Ja, vielleicht gucken wir uns das auch irgendwann mal an. Aber ja, kann ich absolut mit relaten. Ich glaube, ich müsste wirklich auch mal irgendein Buch lesen. So ein richtig spannendes Buch. Oder vielleicht irgend so was Philosophisches. So ein psychologisches Buch, wo man wirklich auch was bei lernen kann. Ich glaube, das wäre schon auch ganz interessant mal. Genau, so, check gerne das Originalvideo ab. Like ist natürlich da, komm, Abo auch direkt. Ich schicke euch den Link raus. Ich finde es sonst immer ein bisschen blöd bei Reactions, wenn man sich quasi so Videos nur über Reactions anguckt und das eigentliche Video gerät dann immer in Vergessenheit. Deshalb geht auf den Link, lasst dem Holzkopf ein bisschen Liebe da und ja.